Guten Tag, liebe Geschwister, liebe Freunde, ich grüße Sie. Es gibt drei Aspekte, über die die Bibel spricht, wenn es um das Wort Narr, Töricht oder Torheit geht. Das erste, das ich heute behandeln möchte, ist das Wort Narr und wie die Bibel einen Narren beschreibt. Ein Narr ist definiert als eine Person, die unklug oder unvorsichtig handelt. Einige Synonyme des Wortes können sein Idiot, Dummkopf, Holzkopf, Kreten, Trottel, Hanswurst, Kasper, Tölpel und viele, viele mehr, einschließlich einige vulgäre Worte, die ich nicht erwähnen werde. Wurden wir jemals mit einem dieser Namen bezeichnet? Oder haben wir manchmal jemanden mit einem dieser Namen benannt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dies aus Frustration oder aus einfachem Vergnügen einmal gemacht haben, als Witz, ohne darüber nachzudenken. Dies ist auch die Art und Weise, wie sich die Gesellschaft auf das Wort Narr bezieht. Die Bibel hingegen hat eine zusätzliche Bedeutung für dieses Wort als jemand, der Gottes Wort missachtet. Es gibt viele Bibel- oder Schriftstellen in der Bibel, die eine solche Person beschreiben und sie oft mit einer Person vergleichen, die weise und oder gerecht ist. Schau mir mal Prediger Kapitel 10, Verse 2 und 3 an. Prediger Kapitel 10, und angefangen Vers 2, da lesen wir, des weißen Herz ist zu seiner Rechten, aber des toren Herz ist zu seiner Linken. Auch auf dem Weg, auf dem er geht, fehlt es dem toren an Verstand. Er aber hält jedermann für einen toren. Das Herz eines Narren tendiert ständig zur Torheit. Sprüche, Kapitel 26, Verse 4 bis 12. Sprüche, Kapitel 26, angefangen in Vers 4. Antworte dem Toren nicht nach seiner Torheit, dass du ihm nicht gleich wirst. Antworte aber dem Toren nach seiner Torheit, dass er sich nicht weise dünke. Wer eine Sache durch einen törichten Boten ausrichtet, der ist wie einer, der sich selbst die Füße abhaut und Schaden leidet. Kraftlos wie die Schenkel des Lahmen, so ist die Weisheit im Munde der Toren. Vers 8. Einem Toren Ehre antun, das ist, wie wenn einen edlen Stein auf einen Steinhaufen wirft. Ein Spruch in eines Toren Mund ist wie ein Dornzweig in der Hand eines Trunkenen. Vers 10. Wie ein Schütze, der jeden verwundet, so ist wer einen Toren oder einen Vorübergehenden denkt. Wie ein Hund wieder frisst, was er gespähen hat, so ist der Tor, der seine Torheit immer wieder treibt. Vers 12. Wenn du einen siehst, der sich weise dünkt, da ist für einen Toren mehr Hoffnung als für ihn. Narren lernen ihre Lektion nicht aus ihren Fehlern und begehen sie weiterhin, indem sie immer wieder dieselben dummen Dinge tun, die zu ihrer eigenen Zerstörung führen. Jesaja, Kapitel 32 und Vers 6. Jesaja Kapitel 32 und Vers 6, da lesen wir, denn ein Narr redet Narrheit und sein Herz sinnt auf Unheil, dass er Ruchloses anrichte und rede über den Herrn lauter Trug. Dadurch lässt er hungrig die hungrigen Seelen und wehrt den Durstigen das Trinken. Sie machen sich nichts aus dem,
Verständnis. Schauen wir mal Sprüche, Kapitel 18, Vers 2. Sprüche, Kapitel 18, in Vers 2, da lesen wir, ein Tor hat nicht gefallen an Einsicht, sondern will kundtun, was in seinem Herzen steckt. Und dann in Vers 6, die Lippen des Toren bringen Zank und sein Mund ruft nach Schlägen. Vers 7, der Mund des Toren bringt ihn ins Verderben und seine Lippen bringen ihn zu Fall. Das Buch der Sprüche listet einige weitere Merkmale eines Narren auf, im Gegensatz zu den Weisen. Sprüche Kapitel 1 und Vers 22. Da lesen wir über was die Leute, die hassen, wissen. Sprüche Kapitel 1 und Vers 22. Wie lange wollt ihr Unverständigen unverständig sein und ihr Spötter Lust zur Spötterei haben und ihr Toren die Erkenntnis hassen? Und dann in Kapitel 10, in Vers 23, die lieben es, Böses zu tun. Kapitel 10, Vers 23, ein Tor hat Lust an Schandtat, aber der einsichtige Mann an Weisheit. Kapitel 12, Vers 16, diese hier zeigen, wie schnell es zum Zorn. Ein Tor zeigt seinen Zorn alsbald, aber wer Schmähung überhört, der ist klug. Das war Vers 16 und jetzt in Vers 23. Die verkündet Torheit oder Dummheit hier. In diesem Beispiel. Ein verständiger Mann trägt seine Klugheit nicht zur Schau, aber das Herz des Toren schreit seine Torheit hinaus. Kapitel 14, in Vers 33. Kapitel 14 und Vers 33. Im Herzen des Verständigen ruht Weisheit, und inmitten der Toren wird sie offenbar. Kapitel 19, Vers 1, da sprechen die Perversität. Ein Armer, der in Unschuld wandelt, ist besser als ein Lügner, der noch doch ein Narr ist. Das war Kapitel 19, Vers 1. Und jetzt in Kapitel 29 und Vers 11. Kapitel 29, Vers 11. Ein Tor schüttet all seinen Unmut aus, aber ein Weiser hält an sich. Dampf abzulassen ist nicht immer eine gute Sache, da oft zu viel gesagt wird oder Dinge gesagt werden, die Sie in Schwierigkeiten bringen können. Beachten Sie Kapitel 14, zurück, Kapitel 14, Vers 3, in Sprüche, Kapitel 14, Vers 3. In des Toren Mund ist die Rute für seinen Hochmut, aber die Weisen bewahrt ihr Mund. Auch in Vers 8 und 9, die sind hinterlistig und verspottet die Sünde. Vers 8 von Kapitel 14, Vers 8, das ist des Klugen Weisheit, dass er Acht gibt auf seinen Weg. Aber der Toren Torheit ist lauter Trug. Die Narren treiben Gespött mit der Schuld, unter Aufrechten aber herrscht Wohlgefallen. Und jetzt weiter in Kapitel 15, in Vers 5 und in Vers 20. Die lehnen Disziplin ab und bringt seinen Eltern Kummer. Kapitel 15, Vers 5. Der Tor verschmäht die Zucht seines Vaters. Wer aber zu Recht Weisung annimmt, ist klug. In Vers 20. Ein weiser Sohn erfreut den Vater, aber ein törichter Mensch verachtet seine Mutter. Weiter in Kapitel 17, Vers 25. Ein törichter Sohn ist seines Vaters Verdruss und ein Gram für die Mutter, die ihn geboren hat.
Kapitel 19, in Vers 13. Kapitel 19, Vers 13. Ein törichter Sohn ist seines Vaters Herzeleid und eine zänkische Frau wie ein stetig tropfendes Dach. Sünde könnte definitiv zu dummen Entscheidungen führen und ein Narr kann leicht zur Sünde verführt werden. Lust ist ein Paradebeispiel und ein Narr begeht sexuelle Unmoral. Zum Beispiel Sprüche, Kapitel 6 und Vers 32. Sprüche, Kapitel 6 und Vers 32. Aber wer mit einer Frau die Ehe bricht, dem fehlt der Verstand. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut das. Und dann weiter mit diesem Beispiel in Kapitel 7. Angefangen Vers 6, Kapitel 7 in Vers 6, da fangen wir an. Denn am Fenster meines Hauses guckte ich durchs Gitter und sah einen unter den Unverständigen und erblickte unter den jungen Leuten einen Jüngling ohne Verstand. Der ging über die Gasse zu ihrer Ecke und schritt daher auf dem Wege zu ihrem Hause in der Dämmerung am Abend des Tages, als es Nacht wurde und dunkel war. Und siehe, da begegnete ihm eine Frau im Hurengewand, listig, wild und unbändig, dass ihre Füße nicht in ihrem Hause bleiben können. Vers 12, jetzt ist sie draußen, jetzt auf der Gasse und lauert an allen Ecken. Und sie erwischt ihn und küsst ihn, wird dreist und spricht: Ich hatte Dankopfer zu bringen. Heute habe ich meine Gelübde erfüllt. Darum bin ich ausgegangen, dir entgegen, um nach dir zu suchen, und habe dich gefunden. Ich habe mein Bett schön geschmückt mit bunten Decken aus Ägypten. Ich habe mein Lager mit Myrrhe besprengt mit Aloe und Zimt. Komm, wir wollen uns satt trinken und der Liebe bis zum Morgen. Lass uns die Liebe genießen. Vers 19. Denn der Mann ist nicht daheim. Er ist auf eine weite Reise gegangen. Er hat den Geldbeutel mit sich genommen. Er wird erst zum Vollmond wieder heimkommen. Sie überredet ihn mit vielen Worten und gewinnt ihn mit ihrem glatten Munde. Vers 22. Er folgt ihr alsbald nach, wie ein Stier zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Hirsch, der ins Netz rennt, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel zur Schlinge eilt und weiß nicht, dass er das Leben gilt. Mangelndes Verständnis und Nachgeben der fleischlichen Natur können zum Tod führen. Sünde kann viele verschiedene Formen annehmen und uns fallen legen. Deshalb müssen wir uns vorsehen. Dies waren einige Eigenschaften eines Narren. Allerdings kann dieses Thema noch weiter vertieft werden, da die ultimative Beschreibung eines Narren jemand ist, der in seinem Herzen beschlossen hat, dass es keinen Gott gibt. Zu diesem Beispiel lesen wir Psalm, Kapitel 14, Verse 1 bis 3. Psalm, Kapitel 14, und angefangen Vers 1. Die Toren sprechen in ihrem Herzen. Es ist kein Gott. Sie taugen nichts. Ihr Treiben ist ein Gräuel. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und die Bibel warnt uns davor, mit solchen Menschen Umgang zu pflegen. Sprüche, Kapitel 14, Verse 6 und 7. Sprüche, Kapitel 14,
und Vers 6. Der Spötter sucht Weisheit und findet sie nicht. Aber dem Verständigen ist die Erkenntnis leicht. Gehe weg von dem Toren, denn du lernst nichts von ihm. Auch in Kapitel 13 und in Vers 20. Kapitel 13, Vers 20. Wer mit den Weisen umgeht, der wird weise. Wer aber der Toren Geselle ist, der wird Unglück haben. Narren haben die Möglichkeit, weise zu werden, wenn sie einen weisen Rat suchen und ihn dann aber auch in ihrem Leben anwenden. Schauen wir mal Sprüche Kapitel 8, Verse 5 bis 11 an. Sprüche Kapitel 8, angefangen Vers 5. Merkt, ihr Unverständigen, auf Klugheit und ihr Toren, nehmt Verstand an. Hört, denn ich rede, was edel ist, und meine Lippen sprechen, was recht ist. Denn mein Mund redet die Wahrheit, und meine Lippen hassen, was gottlos ist. Vers 8. Alle Reden meines Mundes sind gerecht, es ist nichts Verkehrtes noch Falsches darin. Sie sind alle recht für die Verständigen und richtig denen, die Erkenntnis gefunden haben. Vers 10. Nehmt meine Zucht an lieber als Silber und achtet Erkenntnis höher als kostbares Gold. Denn Weisheit ist besser als Perlen und alles, was man wünschen mag, kann ihr nicht gleichen. Dann in Vers 21 und Vers 11. Kapitel 21, Vers 11. Wenn der Spötter gestraft wird, so werden die Unverständigen weise. Und wenn man einen Weisen belehrt, so nimmt er Erkenntnis an. Was ist mit der Schriftstelle in Matthäus Kapitel 5 und Vers 22, als Jesus davor warnte, jemanden einen Narren zu nennen? Der Begriff Rake scheint, wenn er aus einem Herzen der Verachtung gesprochen wird, völlige Wertlosigkeit zu implizieren. Es war ein sehr starker Ausdruck. Aber Jesus hat nicht gesagt, dass wir die Entscheidungen eines anderen nicht als töricht bezeichnen können. Dann lesen wir mal Matthäus Kapitel 5, Vers 22. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Die Nelson Study Bible gibt zu Matthäus Kapitel 5, 21 bis 22 die folgende Erklärung. Ihr habt gehört, bezieht sich eher auf die Lehre verschiedener Rabbiner als auf die von Mose. Jesus stellte die Interpretation der jüdischen Gelehrten in Frage, nicht das Alte Testament selbst. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sagten, dass eine Person, die eine andere als Rake bezeichnete, was leerer Kopf bedeutet, in Gefahr war, vor dem Rat oder dem Sanhedrin, wegen Verleumdung verklagt zu werden. Auf der anderen Seite sagte Jesus, dass jeder, der einen anderen als Narren bezeichnet, dies vor Gott verantworten muss. Das heißt nicht, dass ein Gläubiger zur ewigen Bestrafung in der Hölle verurteilt wird, wenn er jemanden als Narren bezeichnet. Vielmehr sagte Jesus, dass man sich zum Zeitpunkt des Gerichts in einen schlechteren Zustand versetzen würde, wenn man solche Worte ausspricht. Sehe 1. Korinther 3, Verse 12 bis 15 an. Wir haben weder die Macht noch das Recht, jemanden zur Hölle zu verurteilen. Diese Position
des Gerichts gehört nur Gott. Beachten Sie in diesem Zusammenhang die Warnung Christi in Matthäus Kapitel 12, Verse 36 bis 37. Matthäus Kapitel 12, Vers 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnützigen Wort, das sie reden. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Jameson, Fawcett und Brown weisen in ihrem Kommentar zur ganzen Bibel ebenfalls darauf hin. Um zu verstehen, warum es so ernsthaft ist, einen Bruder als Narren zu bezeichnen, die Bedeutung könnte ein Kind der Hölle oder ein Effeminierte sein, das heißt eine sexuelle abnormale Person, ist, weil es das Schicksal dieser Art von Menschen ist, im Feuersee zu landen, es sei denn, sie bereuen. Vergleiche mal Offenbarung 21, Vers 8 und auch 22, Vers 15. Es ist eine ernste Angelegenheit, einen Bruder oder eine Schwester in Christus fälschlicherweise als sexuell unmoralische Person oder als Hund, das heißt als Homosexuellen, zu bezeichnen. Dies heißt jedoch nicht, dass wir unsere Augen vor den wahren Tatsachen verschließen müssen. Paulus hatte keine Angst davor, darauf hinzuweisen, dass einige auch in der Kirche sexuell abnormal waren oder gewesen sind. Vergleich auch 1. Korinther, Kapitel 6, Verse 9 bis 11 und auch Kapitel 5, Verse 9 bis 13. Christus warnte uns jedoch davor, falsche Anschuldigungen infolge unmoralischen Verhaltens gegen andere zu erheben und insbesondere nicht gegen unsere Brüder mit der Motivation von Hass und Bosheit. Der Broadman-Bibelkommentar sagt Folgendes: Jesus hat die Sünde auf Neigung, Haltung oder Absicht zurückgeführt. Der offensichtliche Akt des Mordes hat seine Wurzel in Wut. Feindseligkeit oder Verachtung für einen anderen. Jesus zitierte Wut, seinen Bruder zu beleidigen, und nannte einen anderen Narren als Verbrechen, für die man vor Gericht, Amtsgericht mit 32 oder 23 Personen, gebracht wird oder gebracht werden sollte, vor den Sanhedrin, oberste Regierungsbehörde, den Juden, oder für die er sich von Gehenna verantworten muss. Kein Gericht versucht, eine Person wegen Gefühlen oder dessen Einstellung zu verurteilen, aber Gefühle des Zorns oder der Verachtung sind genauso gefährlich wie die äußerlichen Verbrechen, für die man vor Gericht gebracht wird oder zur Hölle verurteilt wird, das heißt das Gehenna, Feuer, die endgültige Ausrottung. Jesu Worte sind als radikale Proteste und Warnungen vor falschen Gefühlen gegenüber anderen zu verstehen. Dass Jesus seine eigene Gemeinschaft im Sinn hatte, spiegelt sich in der Wiederholung von seinem Bruder wieder, einem Begriff, der in Matthäus für einen christlichen Bruder vorbehandelt ist. Wut und Verachtung sind nicht nur selbst zerstörerisch, sondern zerstören auch die Gemeinschaft der Kirche. Und dennoch ist hier ein weiterer Grund, warum wir vorsichtig sein müssen, was wir tun und was wir in Bezug auf unsere Mitchristen sagen. Da wir nicht als Narren betrachtet werden wollen und auf dumme Handlungen zurückgreifen wollen. Was ist mit Torheit? Was sagt die Bibel hierüber?
Ein Narr nutzt seine Denkfähigkeiten, um falsche Entscheidungen zu treffen. Und Torheit ist das Ergebnis einer Fehlanwendung der Intelligenz oder sogar des Verständnisses, das Gott einer Person gegeben hat. Wie wir bereits gelesen haben, ist die Verleugnung der Existenz Gottes die grundlegendste Art von Torheit. Torheit ist mit explosivem Temperament verbunden. Zum Beispiel Sprüche, Kapitel 14, Verse 16 und 17. Sprüche, Kapitel 14, Vers 16. Ein Weiser scheut sich und meidet das Böse. Ein Tor aber fährt trotzig hindurch. Ein Jähzorniger handelt töricht, aber ein Ränkesschmied wird gehasst. Perverse Sprache, ungehorsam gegenüber den Eltern, und es ist kontraproduktiv. Schauen wir mal Sprüche Kapitel 19 und Vers 3. Sprüche Kapitel 19, Vers 3. Des Menschen Torheit führt ihn in die Irre, und doch tobt sein Herz wider den Herrn. Aber es ist Disziplin, die uns hilft, Weisheit zu trainieren. Sprüche Kapitel 22 und Vers 15. Kapitel 22, Vers 15. Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht treibt sie ihm aus. Torheit kann auch zu den erfolglosen Bemühungen des Haushalts beitragen. Sprüche Kapitel 14, Vers 1. Sprüche Kapitel 14, Vers 1. Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus, aber ihre Torheit reißt sie nieder mit eigenen Händen. Der Kontrast ist in Matthäus Kapitel 7, Vers 24 bis 26 angegeben. Matthäus Kapitel 7, Vers 24. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Vers 25. Als nun ein Platzregen fiel, und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Vers 26. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Jesus erklärt dem Menschen in Markus Kapitel 7, Vers 20 bis 23, was aus dem Herzen kommt. Wie wir also sehen können, bricht Torheit Gottes Gesetz und kann mit Sicherheit dazu führen zu sündigen. Und Sünde ist Gesetzlosigkeit. Markus Kapitel 7, angefangen Vers 20. Und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Vers 23. All dies Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Gottes Weg ist Torheit für den Narren, besonders für diejenigen, die das Verständnis nicht haben, aber vielleicht denken, dass sie es haben, und werden trotzdem getäuscht und geben der Dummheit nach. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 18 bis 25.
1. Korinther, Kapitel 1, angefangen Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben in Jesaja 29, Vers 14, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Vers 21. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden verdorren Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus. Denn Gekreuzigte oder den Gekreuzigte, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Vers 25. Denn die göttliche Torheit ist weise, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Dies wird von der großen Mehrheit als Torheit angesehen, weil sie das Evangelium nicht verstehen und es für sie keinen Sinn ergibt. Weiter in 1. Korinther Kapitel 3, in Vers 18 bis 23. 1. Korinther Kapitel 3, angefangen Vers 18. Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben in Hiob 5, Vers 13, die Weisen fängt er in ihre List. Und wiederum im Psalm 94, Vers 11, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Vers 21, darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Und auch, indem sie ihr dummes Vertrauen und wertlose Dinge setzen, lesen wir Jeremia, Kapitel 10, Verse 5, 14 und 15. Jeremia, Kapitel 10 und Vers 14. Alle Menschen aber sind Toren mit ihrer Kunst, und alle Goldschmiede stehen beschämt, damit ihren Bildern. Denn ihre Götzen sind Trug und haben kein Leben. Sie sind nichts, ein Spottgebilde, sie müssen zugrunde gehen, wenn sie heimgesucht werden. Dann zurück in Vers 8. Vers 8, Kapitel 10. Sie sind allzumal Narren und Toren. Was man von den nichtigen Götzen lernt, ist nur Holz. Was ist mit den Nationen und ihren Führern aus dieser Welt? Schauen wir mal Hiob, Kapitel 12, Vers 23 an. Hiob, Kapitel 12, angefangen Vers 23, wir lesen bis 25. Er macht Völker groß und bringt sie wieder um. Er breitet ein Volk aus und treibt es wieder weg. Vers 24. Er nimmt den Häuptern des Volks im Lande den Mut und führt sie ihre in weglose Wüste, dass sie in der Finsternis tappen, ohne Licht. Er führt sie irre wie die Trunkenen. Und auch in Kapitel 17, Vers 4 von Hiob, Kapitel 17 und Vers 4.
Denn du hast ihrem Herzen den Verstand verborgen. Darum wirst du ihnen den Sieg nicht geben. Beachten Sie die Warnung, die Paulus den Galatern gab, weil sie dumm gehandelt hatten in Galater Kapitel 3, Verse 1 bis 9. Galater Kapitel 3 und angefangen in Vers 1. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus von den Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Der euch nun den Geist darreicht und wirkt solche Taten unter euch, tut er es durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Vers 6. So hat doch Abraham Gott geglaubt, und es wurde ihm gerechnet zur Gerechtigkeit. 1. Mose 15, Vers 6. Vers 7. Erkennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum hat sie Abraham zuvor verkündigt. 1. Mose 12, Vers 3. In dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Vers 9. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Was bedeutet es, wenn die Bibel über die törichten Dinge der Welt spricht? Auf wen bezieht er sich? 1. Korinther 1, Vers 26. 1. Korinther 1, Vers 26. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. Als Paulus zur Gemeinde in Korinth sprach, deutete er an, dass sie froh sein sollten, dass nicht viele nach dem Fleisch weise oder mächtig oder edel waren. Solche Dinge halten die Menschen oft von dem Gefühl der Notwendigkeit ab, die einen zur Erlösung führt. Wenn mehr von ihnen weise, mächtig oder edel gewesen wären, ist es wahrscheinlich, dass wenige von ihnen gerettet worden wären. Warum? Lesen wir weiter, Vers 27 bis 29. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache. Was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Gott sucht nicht nach Millionäre, berühmte Entertainer oder da Sportler, Politiker, alle, die in den Augen der Menschen als großartig angesehen werden, um gerettet zu werden und seine Arbeit zu tun. Das bedeutet nicht, dass er keine reichen und berühmten Leute berufen könnte, da er dies mit Sicherheit kann. Dies könnte sicherlich eine Ablenkung sein. Und Gott weiß das. Genau wie das Beispiel des reichen Herrschers, der Christus nachgefolgen wollte, aber sein Reichtum war ihm wichtiger. Genau die Dinge, die sie in der Welt voranbringen, könnten sie bei Gott sogar zurücksetzen. Sie haben alles, was sie brauchen und leben das Leben. Sie brauchen Gott nicht, um ihnen zu helfen.
Aber Gott schaut auf das Herz und ruft bestimmte Menschen zu seinem spezifischen Zweck. Sein Plan ist kein Zufall. Im menschlichen Denken ist Stärke Stärke, Schwäche ist Schwäche und Intelligenz ist Intelligenz. Aber für Gott sind einige der scheinbar stärksten Dinge die schwächsten, einige der schwächsten Dinge die stärksten und einige der weisesten Dinge die törichtsten. Ein einfacher, ungebildeter, talentloser und ungeschickter Gläubiger, der Jesus Christus und Gott dem Vater vertraut und an ihn glaubt, ihm treu und demütig folgt und seine Gesetze hält, ist unermesslich weiser als der brillanteste Doktor, der sich über Gottes Gesetz lustig macht, der nichts außer seinen Büchern, seinem eigenen Verstand und seiner eigenen Erfahrung kennt. Er sieht nichts jenseits dieses Lebens und kann nur als Narr angesehen werden. Barnes Notes of the Bible Commentary sagen das, die törichten Dinge, die Dinge, die bei den Menschen als dumm angesehen werden. Der Ausdruck bezieht sich hier auf diejenigen, denen es an Bildung, Rang, Reichtum und Macht mangelte und die als Narren angesehen und von den Reichen und den Großen verachtet wurden. Schande über jemanden bringen oder dass er sie beschämen könnte, das heißt, sie zu demütigen, indem er ihnen zeigt, wie wenig er ihre Weisheit schätzt und wie wenig ihre Weisheit zum Erfolg seiner Sache beiträgt. Indem er sie auf diese Weise übersieht und den Demütigen und den Armen seine Gunst gewährt, indem er sein Volk aus den Reihen auserwählt, die sie verachteten, und ihnen das erhabene Privileg verleiht, Söhne Gottes genannt zu werden, hatte er die Reichen und die Großen entehrt und sie und ihre Weisheitspläne mit Scham überwältigt. Es ist auch wahr, dass diejenigen, die von den Weisen der Welt als Narren angesehen werden, oft diejenigen verwirren können, die sich ihrer Weisheit rühmen, und dass die Argumente der einfachen Leute, obwohl sie nichts gelernt haben, außer in der Schule Christi, von Menschen mit gesundem Menschenverstand unter dem Einfluss christlicher Prinzipien eine Kraft haben, der die Bildung und dem Talent der Menschen dieser Welt nicht widerstehen können. Sie haben die Wahrheit auf ihrer Seite. Und die Wahrheit ist, obwohl sie ein bescheidenes Gewand gekleidet ist, mächtiger als der Irrtum, obwohl er mit der Brillanz der Vorstellungskraft, dem Prunk der Deklamation und der List der Klügelei bekleidet ist. Und die schwachen Dinge? Das sagen die von den Menschen der Welt als schwach angesehen werden. Und was ist mit der Mächtige? Der Große, der Ältere, der Gebildete. Es ist mehr als nur an Christus zu glauben, sondern es ist auch Handeln erforderlich. Und wir müssen begreifen, was Gott uns gegeben hat. In 2. Petrus, Kapitel 2, Verse 1 bis 4. 2. Petrus, Kapitel 2. Angefangen Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche ihre Lehren einführen und verleugnen den Herrn, die sie losgekauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Vers 3. Und aus Habsucht werden sie
euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Urteil über sie wirkt seit langem und ihr Verderben schläft nicht. Vers 4. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten den Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie zum Gericht aufbewahrt werden. Und dazu gehört auch der Geist Christi in 1. Korinther 2, Vers 16. 1. Korinther 2, Vers 16. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Wir sollten in der Lage sein, zu erkennen, was richtig und was falsch ist, was Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit entspricht, was die Wahrheit Gottes ist und was die Lügen und Täuschungen sind, die die Welt trüben, in der wir leben. Wenn wir uns auf Gott verlassen und unser Vertrauen, unsere Glauben und unsere Zuversicht auf ihn setzen, kann der wahre Gläubige durch die Kraft seines Heiligen Geistes die Torheit ablehnen. Unsere Gedanken können dem Herrn gefallen und unsere rechtschaffenen Entscheidungen können Gott verherrlichen und unser Leben kann bereichert werden, nicht nur für uns selbst, sondern auch für das Leben unserer Mitmenschen. Letzte Stelle, Philipper Kapitel 4, Vers 8 und 9. Philipper Kapitel 4, Vers 8. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Vers 9. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Wenn es um das ewige Heil geht, ist man entweder ein Narr, was bedeutet, dass man Gottes Lebensweise ablehnt, oder man ist weise, was bedeutet, dass man an Christus und Gottes Gesetz glaubt und sein Leben ihm verpflichtet. Und bald wird der Rest der Welt, der noch nicht berufen wurde, diese Chance haben und dann entdecken, dass Gottes Lebensweise, die die Welt für Torheit hielt, in Wirklichkeit die Weisheit Gottes ist, die sie mit ewiger Erlösung versorgen wird.